Hallo und herzlich willkommen bei den Wegs zu einem neuen Video. Ja, heute wollen wir euch mal erzählen, was wir so alles an unserem Fahrzeug verändert haben, dazu gekauft haben oder abgebaut haben und so weiter und so fort. Weil wenn man nämlich so denkt, man kauft sich ein Wohnmobil, macht das ein bisschen gemütlich und ab geht die wilde Fahrt. Nein. Nee, weil man kennt das ja und vor allem es kommt ja dann trotzdem immer noch mal was dazu, wo man denkt, oh Mensch, ja, wäre ja eine tolle Sache und macht man es oder macht man es nicht und Vorteile, Nachteile überlegt man sich, aber irgendwie ist, ja, kommt doch immer noch mal wieder was dazu. Und es hört einfach auch nicht auf, das ist das Schöne daran. Und da wollen wir euch jetzt mal so erzählen, was wir gemacht haben und ob wir das nochmal machen würden oder ja. Unbedingt. Also das ist jetzt so unsere Meinung und da kann man sich ja immer so ein bisschen dann vielleicht was von mitnehmen und das zeigen wir euch jetzt. Dazu gehen wir, also was heißt, wir machen das, denke ich mal, in zwei Teilen. Einmal werden wir das außen machen, was wir so an dem Fahrzeug von außen und unten und oben haben machen lassen. Und im zweiten Teil gehen wir den rein. Und dann machen wir innen, weil das wird sonst, meine ich, ein bisschen zu lang. Ja, dadurch, dass wir so viel Kram umbauen lassen, ist das irgendwie doch eine ganze Ecke geworden. Ja, und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Da gehen wir nämlich mal um das Fahrzeug rum, um euch das zu zeigen. Weil so mit unserer ersten Aktion war, dass wir unser Wohnmobil eine Keramikversiegelung gegönnt haben. Genau, und das ist, glaube ich, so eine Glaskeramikversiegelung, weil da gibt es auch ganz unterschiedliche Sachen und auch sehr unterschiedliche Qualitäten. Deswegen sind die Preise natürlich da auch sehr unterschiedlich. Und wir denken, das war da eine ganz gute Firma, die jedenfalls an der Hand hatten, die nämlich eben nur solche Keramikversiegelungen machen und die machen gar nichts anderes. Und ich denke mal, das hat schon so ganz gut funktioniert. Aber wir zeigen euch das mal. Genau. Komm, wir gehen mal rum. So, wir sind jetzt einmal rumgegangen, weil von hier sieht man im Moment nämlich sehr gut diese Streifen. Diese Regenstreifen, diese typischen. Ne, und wer jetzt denkt, ach naja, ich habe ja eine Keramikversiegelung drauf, ich brauche ihn jetzt nun gar nicht mehr waschen. Nein. So ja, geht es leider auch nicht. Also auch wir haben hier Regenstreifen ohne Ende. Aber man kriegt sie wesentlich besser weg. Und das zeigt euch Carsten jetzt mal. Ja, du mal. Ja, so. Ich übernehme. Also erstmal auf die gefährliche Leiter hier krabbeln. Ja, oh ja, Vorsicht, Schatz. So. Ja, schlenker den Lappen nochmal ordentlich. So, ja, wähle. Warte mal, soll ich das mal nehmen? Ich kann das ja irgendwie noch machen. So, warte mal, sieht man denn das? Schatz, mach mal da, sieht man da die Streifen? Also es ist momentan richtig schlimm, muss ich sagen. Der sieht richtig doof aus. Ich glaube, das sieht man. Ne? So, jetzt spule ich hier mal ein bisschen von dem Spezialzeug ran, was wir immer noch haben von der Firma. Wobei man aber auch da andere Reiniger nehmen könnte. Also Universalreiniger zum Beispiel von Frosch mit Wasser vermischt. Hat auch einen sehr, sehr guten Effekt bei sowas. Gut, wenn das jetzt ein bisschen wackelt, dann liegt es daran, dass ich nur zwei Arme habe. Und ich bin zu klein, um das zu halten. So, und jetzt einmal sozusagen drüber gewischt. Ja, und das geht echt so super ab. Das ist echt Wahnsinn. So, und dann soll man das ja so machen, sozusagen einmal dann eben feucht, dann nochmal trocken hinterher. Ja, und schon sind die Regenstreifen ab. So, da kommen natürlich dann die nächsten. So. Ich übernehme. Ja, das war der erste Streich, also die Keramikversiegelung. Also was daran super ist an der Keramikversiegelung, wenn das Fahrzeug jetzt irgendwie auch schon dreckig ist, weil man kann es ja nicht überall auf dem Campingplatz waschen. Ne, das ist ja so das Problem, da sind ja sofort irgendwelche Leute da, oh hier, das geht nicht und darf man nicht. Ne? Aber wenn das Auto ein bisschen verdreckt ist und es kommt so ein richtig schöner Regenguss,
dann wird es wirklich ganz gut eben wieder abgespült. Und das hätte man ohne diese Keramikversiegelung nämlich nicht. Also ja zur Keramikversiegelung. Ja, ja, auf alle Fälle. Würden wir wieder machen lassen. Also ganz klare Empfehlung. Genau. Und schon geht es zum zweiten Streich. Da müssen wir uns jetzt aber, oder beziehungsweise Carsten legt sich jetzt unter das Auto. Bis gleich. Das zweite, was wir haben machen lassen, das sieht man nicht, man hört es nicht, man fühlt es auch nicht. Aber es hat einen Nutzen. Und zwar haben wir von unten haben wir eine Hohlraumversiegelung und wie hieß das gleich noch? Eine Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz haben wir machen lassen. Dazu sind wir auch extra in den Süden gefahren und haben das bei einer Firma machen lassen. Die machen auch nur solche Sachen. Und ihr seht, damit wir das auch hautnah zeigen, hat es sich Carsten gemütlich gemacht. So, Schatz, ich übergebe mal. Blendet das. Was? Ja, wir scheuen nämlich keine Kosten und Mühen, um das alles mal genau zu zeigen. Wobei, es ist natürlich jetzt schon mehrere Monate dran. Insofern weiß ich nicht, ob man es noch so richtig sieht. Aber das ist mit Sicherheit jedenfalls auch eine ganz gute Sache. Und von Iveco haben wir uns auch schon bestätigen lassen, beziehungsweise denen ist auch schon aufgefallen. Die haben gesagt, also das ist wirklich... Oh, Moment, erstmal wieder hochkommen. So. Lass mich dir helfen. Komm her. Nee, geht schon. Oh, das, das gibt's ja schon. Oh. Oh. Ich glaube, ich muss dir helfen. Oh, ja, gut, dass ich da nicht liege. Nee, auf jeden Fall von der Qualität her haben die gesagt, also es ist wirklich super gemacht. Und deswegen sind wir auch damit ganz zufrieden. Und was da so ein bisschen hängen geblieben ist, ist halt, dass eben, ja, das sind halt eben einfach Nutzfahrzeuge, ne? Und diese ist ja wie ein LKW und die werden mehr oder weniger für 7, 8 Jahre gebaut und danach kommen die entweder auf den Schrott oder kommen in irgendwelche fernen Länder. Und das wollen wir ja nicht. Nee, wir wollen ja ein bisschen länger behalten. Wir wollen wir können ja schon mal ein bisschen spoilern. In ferne Länder wollen wir ja mal. Das stimmt, ja, in sehr ferne Länder. In sehr ferne Länder sogar. Und da fangen sogar schon ein bisschen die Vorbereitung an. Aber jetzt schweife ich ja schon wieder ab. Eben, aber ferne Länder, da ist sofort mal eine Glocke angegangen. Ja, naja, auf jeden Fall, wir sind bei Hohlraumversiegelung. So. Also auf jeden Fall Werterhalt. Mäßig auf jeden Fall Top-Sache. Ja, ich habe ja heute richtig einen, meine Zunge klemmt ja heute. zumal wir ja auch das ganze Jahr über unterwegs sind, auch im Winter und eben, so weiter. Ganz genau, also ja. Macht das in dem Fall, in unserem Fall, auf alle Fälle Sinn. Und in wie vielen Jahren kommen wir wieder hin und dann frischen die das nochmal auf, machen das fresh? Ja, das habe ich auch nicht mehr in 2, 3 Jahren, also nach 2, 3 Jahren. Ja, ich glaube ja, da können wir wieder dorthin und dann wird das nochmal ein bisschen aufgefrischt und dann ist das wieder für die nächsten Jahre fit. Genau. Ne, das kostet dann auch nicht so viel. Nee, kostet dann echt nur eine Kleinigkeit. Genau. Und dann wird alles, wo, sag ich mal, ein bisschen Steinschlag mal wieder war oder sonst was, wird alles so ein bisschen aufgebessert nochmal und dann hat man dann nochmal viele Jahre mit dann Ruhe. Also, auch das würde ich sagen, wer oft unterwegs ist und sein Fahrzeug liebt, ist auch, der gönnt ihm so ein bisschen Unterschutz. Ja. Feuchtigkeitmasse. Also, das würden wir jedenfalls auch sofort wieder machen. Genau. Wir bleiben unter dem Fahrzeug. Ich glaube, du musst jetzt noch mal dein Handtuch auf die andere Seite legen. Ja, denn da zeigen wir uns euch, was wir dann eben haben noch machen lassen. Nämlich unsere Hubstützenanlage. Und da haben wir von
Die sind von der Firma E&P. Ja, genau, von der Firma E&P. Und auch damit sind wir super zufrieden. Wir zeigen sie euch, wir stehen ja gerade auf dem Bock, also aufgebockt. Und das ist dein Part. Gut. Willst du dich wieder hinlegen? Soll ich dein Handtuch? Natürlich, ich mach's mir gemütlich. Ja. So, das sind unsere Hubstützen. Und da kann man natürlich auch schon mal sagen, das war auch so eine Überlegung. Wir fahren so oft, kommen wir auf irgendwelche Plätze, müssen die Unebenheiten ausgleichen und das jedes Mal auf Keile fahren. Klar, geht das alles, ne? Aber es kostet natürlich irgendwie auch viel mehr Zeit. Es ist irgendwie alles ein bisschen schwieriger und deswegen haben wir uns eben zu den Hubstützen entschieden. Und so, jetzt komme ich aber erstmal noch mal hoch. Da gibt es ja im Grunde auch nicht so viel zu zeigen an den Dingern. Also, ich gebe mal, wir können höchst zeigen, wo wir das haben. Komm, Schatz, wie du alleine hochkommst. Das ist ja eine wahre Pracht, Schatz. Das ist doch wie ein Reh im Mai. So, und das Bedienpanel haben wir dann hier festmachen lassen. Da finde ich das eigentlich so am unauffälligsten. Genau. Ja, und dann wird das tak-tak. Sieht man dadurch irgendwas oder blendet das alles? Das spiegelt bestimmt. Ein schönes Wetter wieder. Ja, auf jeden Fall kann man das dann eben hier mit dem Display hier prima steuern und einstellen. Und also das ist für uns jedenfalls auch eine super tolle Sache. Und es ist ja nicht nur, dass man das eben ausgleichen kann, wie schräg man nun steht oder beziehungsweise, dass man sich gerade stellt, sondern es ist ja eben auch diese ganze Stabilität. Ne? Wenn man dann durchs Fahrzeug geht, da wackelt nichts mehr irgendwie hin und her. Das steht halt einfach bombenfest. Und ich würde sagen, das war auf jeden Fall eins der teuersten Sachen. Aber auch eins der besten, muss ich ja sagen. Also das würden wir auch sofort wieder machen. Und ich denke mal, was wir bisher so aus anderen Erfahrungen gehört haben, sagen die meisten, ne? Ja, also wer einmal so eine Hubstützenanlage hatte, die würden das wieder machen lassen. Genau. Und dann jetzt kommen wir auch gleich zum nächsten, was wir auch wirklich zu 1000% wieder machen lassen würden, ist nämlich unser Gastank. Jetzt gehe ich mal runter. Au! Oh Gott, ja. Oh, sag mal, die Hundeleine. Ja, da musst du mal auf Erde mal gucken. Ich habe, wie denn? Oh, bin ich erschrocken. Ich sehe gar nichts. Du musst runtergehen. Meine Knie. Warte, wir machen gleich weiter. Ja. Mach nochmal aus. So, haben wir schon gesagt, dass es um den Gastank geht? Ja. So, oh Gott. Soll ich auch mit runterkommen? Warte, ich komme auch mal mit runter. Geht das auch mal, wie Iris jetzt hier so runterkommt. Ja, ganz galant. Können wir dann auch gleich zeigen, wie du wieder hochkommst. Oh, haben wir denn nicht so ein Gartenpad? Weißt du, wir hatten noch mal so ein grünes Gartenpad. Für die Knie. So. Ja. Ja, ich habe das mal hier eben die Verkleidung abgemacht, dass man das hier eben mal sieht, das ganze Ding, die Apparaturen. Oh, der hat aber dreckige Schläuche. Müssen wir mal drauf machen. Ja, das sieht dann so ja, aus. Ja, das Ding kommt dann halt eben davor. So, wie viele Liter sind das, Herr Gasmeister? Das sind 110 Liter, wobei ja nur, glaube ich, 90% genutzt werden können oder 80%. Was wird da gefuttert? Ihr Schweine. Und auf jeden Fall entspricht das ungefähr 4 solchen 11 Kilo Gaspullen, das ganze Ding. Jetzt musst du wieder sagen, dass sie jetzt trinkt. Das wollte ich diesmal nicht machen. Ach so. Na gut. Also das Geschlammere ist hier, ne? Ich zeig's kurz. So. Ach, jetzt hört sie doch wieder auf. Ach so, ja. So, jetzt zeigen wir noch mal, der Füllstutzen, hätte ich jetzt fast gesagt, wo wir eintanken und die Anzeige. Ja, genau. Ja, ich versuche es mal wieder hochzukommen. Ach so, kann ich da ja jetzt mal zeigen, ne? Nein, so doch, komm, ach, hör auf. Komm, nein, hör auf. Dann gib mir deine Hand. Nein, das kann ich alleine. Ach so. Gucke, Mama muss das nur abschmeißen, hochbocken, zack, so, stehe ich doch. Oh, Mensch, super. So. So, ja, hier ist der Einfüllstutzen. Und da haben wir halt, ja, was für uns natürlich genau, das ist der Einfüllstutzen. Da haben wir ja, warte mal, unseren Sohn, den ach so, ja, wir im Schatten. Und da haben wir halt eben die Adapter für verschiedene Länder.
Und das war eben auch ein Grund, dass man eben ja, zum Beispiel in Spanien eben einfach, ja, LPG, das kriegt man eben überall. Ne? Und dann braucht man nicht das Problem mit diesen 1000 verschiedenen Gasflaschen, die man sich dann erst irgendwie besorgen muss. Also das war für uns halt eben auch so ein Grund mit. Und in das ferne Land und in diese fernen Länder, wo wir wollen, kriegen wir auch überall LPG-Gas. Von daher alles richtig gemacht. Und wie gesagt, das ist eine Sache, wo wir sagen, also wer da den Platz hat unter dem Fahrzeug, also jederzeit wieder. Ja, auf jeden Super Fall. Sache. Komm, wir zeigen jetzt nochmal, wo man es ablesen kann, haben wir da noch gar nicht gezeigt. Ne, ja, wir haben ja noch so eine Anzeige. Ist das denn alles auf? Nee, müssen wir erst das Tuch wegmachen. Das Hubbett? So, hier jetzt nochmal die Anzeige, die wir hier drin haben. Das ist übrigens eine Gasheizung. Falls es wirklich mal sehr kalt ist, dann brauchen wir uns nicht Probleme oder keine Sorgen machen, dass wir das richtige Gas, dieses Wintergas sozusagen, gefüllt haben. Ja, und das ist einfach hier die Füllstandsanzeige. Also wir sind noch gut bestückt. Genau. So, das war das. Wollen wir eigentlich jetzt, wo wir schon mal beim Fahrerhaus sind, auch noch zeigen, was wir auch noch neu haben, was ein ganz, ganz wichtiges Gadget, sagt man heutzutage. Ach, ich weiß, was du meinst. Ein Gadget. Ja, da musst du mal, oder soll ich mal reinklettern? Ja, kann man mal rein. Krieg ich mal durch. Soll ich das mal zeigen? Ja, zeig mal. Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ich wollte eben schon fragen, wie, was meinst du denn? Aber jetzt, ich nehme es mal mit hierher. Ja, kannst du mal zeigen. So. Weil es ist ja ein LKW, ne? Und es fehlt ein ganz entscheidendes Stück, da man ja keinen Rückspiegel hat. Fehlte, ne? Ja. So, und für Madame. Tada! Ja. Ein Spiegel. Ein Spiegel. Naja, weißt du, man muss doch mal gucken, wenn man ankommt, ob die Frisur sitzt, ob der Lippenstift noch nachgezogen werden muss. So, wir mussten noch nicht mal diese äußerst wichtigen Sachen hier überkleben. Hat da super hingepasst, das Ding. Ja. Tolles Teil. Ich finde das mega wichtig. So. Eins unserer wichtigsten Teile, denke ich mal. Also rein eine klare Kaufempfehlung von mir. So, aber es geht noch weiter um unsere Gasanlage, denn so, einige, die jetzt ja auch einen Gastank drunter haben, die haben denn die Gasflaschen ausgebaut, nutzen das noch als Stauraum. Wir jedoch nicht. Wir haben alles so gelassen, wie es ist. Denn man weiß ja nie, was mal ist, was mal kommt, was mal passiert. Und dann können wir trotz alledem immer noch auf die Flaschen zurückgreifen. Genau, und das ist nämlich ganz einfach. Das hatte bisher übrigens einmal den Fall, dass wir nicht rechtzeitig den Gastank aufgefüllt haben, der dann irgendwann leer war. So, dann brauchen wir also nur diesen Hebel vom Tank, ich habe es mir hier mit dem T markiert, einfach den Hebel umlegen. Und schon sind hier die Gasflaschen wieder parat bereit. Fehlt ja noch, dass die Beeks frösteln müssen, ne? Das geht ja gar nicht. Nee, wir sind aber ziemlich sparsam. Also ja, muss ich auch sagen. Vor allem dieses ganze Geschleppe, ne, von diesen Gasflaschen. Ne? Dieses Geschleppe von den Gasflaschen, dass das wegfällt, das ist schon echt so eine Erleichterung, wirklich. Also das ist eine ganz tolle Sache. Und da ist auf jeden Fall auch... Ist auf jeden Fall auch, würden wir auch sofort, also ich würde sofort wieder machen. Auf alle Fälle, das finde ich ja. Du brauchst ja doch nicht schleppen. Naja, aber ich muss ja zugucken, das tut mir doch auch weh. Ach so, ja. Ja. So, und jetzt von unter dem Fahrzeug geht es in schwindelnde Höhe. Ja. Weiter geht's. Ja, und so unser Prachtstück, sage ich mal, unser Husarenstück, hätte ich fast gesagt, befindet sich oben auf dem Dach. Und das ist unsere, ja, sag ich mal, neue Solaranlage, weil die wir von Anfang an hatten, die war für unsere Zwecke zumindest irgendwo nicht so optimal. Und jetzt haben wir also eben mehrere Platten drauf. Wir haben, glaube ich, insgesamt 930 WP. Und das in Verbindung mit 2x 300 Ampere Lithium-Batterie. Und ja, die zeigen wir euch jetzt mal, wie das von oben aussieht. Jedenfalls ist das ganze Dach zugepflastert damit. Alter, los nicht runter. Was soll ich gegenhalten? Nee, brauchst du nicht. Oh, das sieht aber ganz schön wackelig aus. Ja, ich war aber schon 10-mal auch hier oben, da hat auch keiner gegengehalten. Ich habe immer gegengehalten. Nein, du warst so drin. Na, wenn es geregnet hat. Und ja, das gehört, das ist unglaublich. Ne? Na gut, auf jeden Fall. So.
Hier haben wir sie schön übers Dach verteilt. Und eigentlich ist es eben auch so, dass wir jetzt so langsam erst, weil es ja wirklich 2-3 Monate eigentlich so gut wie gar keine Sonne gab, merken wir eigentlich jetzt erstmal, was sie für eine Power haben. Ne? Wo, also das war wirklich super, damit die Batterien wieder aufladen können. Jetzt klettere ich mal kurz noch mal die Leiter runter. Du kannst doch gleich oben bleiben, wegen der Oyster. Ah ja, stimmt, bleibe ich gleich oben. Ja. Ja, können wir ja noch mal ganz kurz, dann zeige ich euch gleich noch mal die Batterien, aber wo wir schon mal hier oben sind, oder ich zumindest. Das hier ist ja unsere Oyster Connect. Das ist sozusagen unsere Internetlösung, mit der wir auch bisher sehr zufrieden sind, muss ich sagen. Und wir haben ja so eine Flatrate, so einen Flatrate-Vertrag. Und da ist eine SIM-Karte drin, Mobilfunkkarte. Und da, damit haben wir sozusagen, es geht dann über einen Router im Inneren. Und da kann man eben sehr gut problemlos die ganzen Geräte irgendwie zuschalten. Ja, und auch streamen können wir. Da müssen wir uns anders rumdrehen, da sieht man schnell gar nichts. Ne? Nicht so schnell, die ganze Zeit. Ach, Gott, ja, und vor allem deswegen, das ist auch das Gute, wir streamen ja dann auch. Und wir brauchen eigentlich auch so gut wie gar nicht mehr unsere Satzschüssel, weil wir gucken dann hier über Waipu TV, ist das, glaube ich. Ich glaub, ne, jetzt haben wir Waipu, ja. Ja, und da ist Netflix mit bei und so weiter. Und dann haben wir sogar auch schon das Problem, dass man gucken müssen, oh, wo steht ein Baum, wo hier, wo da. Obwohl wir gucken so selten Fernsehen. Aber ist ja egal. Also das Problem, ne, haben wir nicht, meinst du? Nein, das haben wir nicht mehr. Genau. Und wir haben auch nicht das Problem, weil es eben auch schon wirklich ganz so oft eigentlich, dass wir gesagt haben, oh Mensch, ey, bei dem Sturm dann diese große Satzschüssel rausfahren, ja, das wollten wir dann auch nicht riskieren. Ja, im Grunde wirklich, also ich sag mal, wäre sie nicht von Anfang an drauf gewesen. Aber trotzdem, man weiß nie, wofür man so bei braucht. Oh Gott. Eben. Ja, heute haben wir irgendwie einen Knoten, ja, in der Zunge. Ja, ne? Absolut. Das liegt bestimmt noch an gestern oder vorgestern. Ja, wir haben Freunde besucht. Naja. Mehr brauchen wir nicht sagen. Nee. Das hinkt nach, auf jeden Fall. Ja. Dauert jetzt eine Woche sowas. Oh Gott, ja. Oh Gott. Naja. Achso, ich zeige noch mal ganz kurz die Batterie. Ah ja, warte, komm, ich übernehme wieder. Ich begleite dich auf deinen Wegen. Ja, zeigt da nicht hier so viel. Ja, aber weißt du, da kann man mal zeigen, wie wenig Platz wir noch haben. Das ist da so gerade, oh meine Güte, sieht das da drin aus? Ja, wie soll ich das jetzt zeigen? Wie willst du denn das jetzt machen? Ich mache das hier so geschickt um die Ecke, hier so lang. So. Das sieht aber auch aus. So, ja, das sind unsere Batterien, so sehr viel mehr sieht man von hier nicht, aber... Ja gut, da, wie gesagt, da sieht es im Moment schön aus. Alter Schwede. Weil da haben wir jetzt noch so einen Müllsack für unsere leeren Plastikflaschen. Hast du denn mal die Elektrik so ein bisschen gezeigt? Weil wir haben jetzt ja auch einen Ladebooster noch mit drin. Hatten wir vorher auch nicht. Auch eine super Sache, ne? Ja, also wenn man wirklich, wie jetzt kürzlich, da haben wir ja tatsächlich eigentlich eine Stunde eingeplant, ans andere Ende von Hannover zu Freunden. Und waren dann locker 3 Stunden auf der A2 unterwegs, wegen Stau und Unfall und pipapo. Aber Batterie war hinterher voll. Ja, hat der Ladebooster super aufgeladen, das Ding. Ja, guck mal, könnte man ja theoretisch auch so machen im Winter, ne? Wenn keine Sonne reinkommt, dann fahren wir eben 4-mal um Pudding. Ja, zack, haben wir das so. Gewusst wie? Mhm. Kann auch theoretisch einfach nur im Leerlauf laufen lassen, aber das ist auch, glaube ich, nicht so gern gesehen. Ne? Nee, ich glaube auch nicht. Das, ja, auf jeden Fall ist immer gut, wenn man so mehrere Möglichkeiten halt hat für einen Notfall. Ne? Weil die Monate, jetzt seit Dezember haben wir das Ding ja drin und seitdem, ja, wie gesagt, hat fast gar nicht die Sonne geschienen. Aber jetzt, wo sie mal jetzt so seit 2 Wochen, weil wie es mal rauskommt, da sieht man schon, ist echt eine tolle Leistung, kommt super was rein. Genau. Also da, das würden wir auf jeden Fall auch alle Fälle immer wieder so machen. Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, du hast gesagt, die Hubstützen waren teuer. Das war eigentlich der teuerste Spaß. Ja, die Hubstützen waren das zweiteuerste. Das hier war natürlich mit Abstand das teuerste. Aber ja gut, wie gesagt, wir wollen es halt irgendwie, wir haben es uns lange überlegt und denken, dass es für uns zumindest das Richtige ist. Eben. Und wie gesagt, gerade vorhin haben wir noch gesagt, das haben wir zum Beispiel, obwohl es echt ein harter Puschen war, aber haben es nicht bereut. Nein. Na, und gut, so, es ist ja auch wieder, was braucht man, was braucht man nicht. Aber darum geht es jetzt ja auch so gar nicht. Wir haben das ja schon 1000-mal gesagt. Ja, wir wohnen da drin mit Arbeit und so weiter. Wir brauuchen halt so ein bisschen mehr Wumms. Ja. Und das haben wir uns eben halt draufbauen lassen und sind super, super zufrieden. Was macht sie da eigentlich?
Sie vergnügt sich. Sie ist jedenfalls auch richtig happy, dass man mal wieder schön draußen ist. Ja, es ist auch so schönes Wetter. Sie freut sich jedenfalls richtig. Eine kleine Graubart. Ach Gott, ja. Wird übrigens in 4 Wochen wird sie schon 9 Jahre alt. Unser kleiner Stinkemops. Ja, so, das wäre erstmal soweit das. Und wir melden uns ja gleich nochmal. Ja. So, hier nochmal ganz kurzer Blick hier auf das Innenleben. An unsere Apparate. Und wie schön die das bei Giebe auch alles gemacht haben. Ne? Nochmal alles neu zusammen. Ja, genau, hier die Sicherung, alles schön nochmal. Alles, ja. Oben alles beschriftet. Also das ist schon super geworden. Ja, so, das waren unsere Ein- und Um- und Ausbauten von außen. Und von innen ist es dann, ja, denke ich mal, ziemlich sicher der nächste Woche. Hoffe ich, dass wir das so hinkriegen. Und wenn nicht, dann übernächste Woche. Genau, weil wir machen ja auch noch einen kleinen Abstecher. Weil nächste Woche hat Carsten Urlaub und da fahren wir Dienstag erstmal, wohin auch denn sonst? In die Werkstatt. Ja. Mhm. Und da lassen wir noch so ein bisschen unsere, und dann machen wir noch ein bisschen was für unsere Sicherheit. Was heißt für unsere Sicherheit? Ja, auch für unsere Sicherheit. Ja, ja, klar. Und für die Sicherheit des Fahrzeuges lassen wir noch ein bisschen was nachrüsten, aufrüsten. Naja, er kriegt noch verbessern und so weiter und so fort. Damit er wird scharf wirklich gemacht. Ja, damit wir da wirklich sicherheitsmäßig, sage ich mal, klar, heißt es ja immer, ja, ne, wer da rein will und was weiß ich, kommt da auch rein, das ist auch klar. Aber man kann ja trotzdem, sage ich mal, das Fahrzeug so sicher, wie es irgendwie geht, machen. Und das ist für uns natürlich besonders wichtig, weil das können wir uns ja nun gar nicht leisten, dass das ganze Ding wegkommt, ne? Also versuchen wir da möglichst gut den aufzurüsten im Thema Sicherheit. Mit einer T-Tronic-Alarmanlage. Und ja. Ist jetzt schon eine drin, aber da lassen wir halt, ja, ist, da lassen wir eben noch so ein bisschen drumrum friemeln und. Genau, so ein bisschen dann optimieren das Ganze, genau, und verbessern und dann sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ich denke auch. Ja, das war dann erstmal so weit von außen alles, wie gesagt. Ach ja, wollte ich doch noch sagen, du bringst mich immer ganz durch den Tüdel. Du bringst mich durch den Tüdel. Das ist doch die Hälfte immer. Ja, ich vergesse die Hälfte immer. Ich war doch gerade so schön im Flow drin. So, ich sag doch gar nichts. Ja, nee, erzähl. Was wolltest du von mir? Ja, ich hab schon wieder fast, dass du Urlaub hast, dass wir den Dienstag in die Werkstatt fahren. Mhm. Und am Donnerstag machen wir nämlich einen Kurztrip nach Bad Rothenfelde. Genau, genau. Da freuen wir uns auch schon drauf. Ja, vielleicht schaffen wir es ja, aber ich muss mal gucken, wie wir das hinkriegen, weil mein Knie ist ja immer noch nicht so in Ordnung, um zu, nicht zu sagen, es ist ganz schrecklich kaputt, aber ist ja egal. Wir wollen dann nämlich nochmal zu diesen, ach, wie heißen die nochmal? Zu dieser Saline. Das da, ist keine Saline. Das ist ein Grenadierwerk. Ist ja, das? Genau, ich kam nicht drauf. Genau, weil dann, das musst du auch mal einatmen mit deinen Bronchien und so, das ist gut. Doch. Und vielleicht schaffen wir es ja dahin, aber ansonsten treffen wir uns da mit unseren Freunden. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und ja, mal gucken, vielleicht nehmen wir euch da mit nach Bad Rothenfelde. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, das war es erstmal von uns für diese Woche. Und ja, wenn es euch gefallen hat, jetzt geht das Telefon schon wieder. Mhm. Und was hatte ich gesagt? Mach's aus, hast du gesagt. Auf jeden Fall würde ich sagen, ja, bis hoffentlich demnächst. Genau. Ja? Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.